Herzlich willkommen, Leute, nach langer Zeit mal wieder zu einem hochqualitativen Video. Ja, tatsächlich, es ist passiert. Ich kann mal was flüssig aufnehmen. Und zwar liegt das nämlich daran, ich habe einen neuen PC bekommen. Mit einer geilen Grafikkarte. Ja, ich war krank. Ja, ist okay, das Video kommt jetzt am Sonntag wahrscheinlich, weil ich es jetzt auch gerade aufnehme. Ich war krank, hab noch Schnupfen, aber nicht so schlimm. So, auf jeden Fall. Schön, dass das Mikrofon einfach runterfällt. Auf jeden Fall, es ist so geil, weil ich kann halt flüssig aufnehmen. Es ist so mega. Das habe ich nämlich schon bei Beam NG Drive getestet. Das hat funktioniert. Und wir spielen heute Outlast, aber Whistleblower. Denn ich habe auf dem alten Kackteil nämlich schon Outlast durchgespielt. Ich hatte vorerst geplant, es aufzunehmen. Aber es hat nicht geklappt, weil natürlich ist halt alles rumgelaggt, Pipapo und Tralala, und dann habe ich es leider schon durchgespielt. Das heißt, guckt euch bitte Outlast, wenn ihr es noch nicht getan habt, das normale, ja, nicht Whistleblower. Guckt es euch bei irgendeinem YouTuber vorerst an, denn sonst wird jetzt nämlich zu viel gespoilert. Denn Whistleblower ist nämlich der Teil, der parallel verläuft. Und zwar, wir spielen nämlich den Typen, der da drin arbeitet, und ihr werdet es gleich mehr sehen. Bitte spielt Outlast vorher durch. Dankeschön. Ach ja, übrigens, ich habe Whistleblower nur ganz kurz angefangen, also nicht wundern. Bitte guckt es oder spielt es vorher durch, am besten bei Gronkh. Guckt es da durch oder schaut euch eine kurze Geschichte an. So, auf jeden Fall neues Spiel, Whistleblower. Wir nehmen wir nochmal. Nein. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Andrew, you getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do we hope? They're not happy about it? Lass mich gehen. Lass mich gehen. Come on. Lass mich gehen, bitte. Lass mich gehen. Nein. Zwei Stunden vorher. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig, welche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit diesen Kerlen. War das was? Nein. Oh Gott. Okay, weiter schreiben. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht einmal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was im Berg auf sie gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Drücke linke Maustaste, um die E-Mail zu senden. Okay. Ich trinke nur Kaffee. So, da sind wir auch offiziell angelangt und in der nächsten Folge wird's Facecam geben. Ich sehe halt nur gerade scheiße aus und deswegen, ja. Hallo? Ich glaube, es ist der Porenmann. Park? They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Na, wenn du meinst. What are you doing in here anyway? Deine Mutter, die knall ich da drin, Alter. So. Gut. Ich musste den Spielstand gerade nochmal neu laden, weil ich rausgetappt bin, um zu gucken, ob die Aufnahme läuft, und dann hat es nicht funktioniert.
Ja, halt die Fresse, geh mir aus dem Weg. Ich hab deine Mutter hier drin geknallt. Jetzt lass mich in Ruhe. Halt die Fresse. I'm worried about losing anti-apoptotics. 190 isn't bad. The doctor was predicting assembly by 150. We're not being given enough information to trust Wernicke's predictions. He's been right so far. I just want to know we're inventing something other than shiny new cancers. Ah ja. Neue Krebsarten. Why weren't you answering the page? Ja, tut mir halt nur mal leid, Mann. Ich hab halt was gemacht. So, hier, falls wir flüchten müssen. I'd miss her this much. The patients start to realize they haven't seen a woman or a child in shit, years now, right? How long's it been since you've seen Jane? 3 weeks now? That's nothing. You're serious? Sure. You got a girlfriend or somebody? I'm married. How long since you've seen her? Honestly, I'm not even sure. Oha. How about you? Die werden ja echt lange hier behalten. Ja, die Klappe jetzt. Ich hab dir zugehört. So. Ach du, oh, das kennen wir ja irgendwoher. Ja, das kennen wir irgendwoher. They've got Gluskin out of his cell. Page him again. We need this Park guy in here now. Tell him he's got 15 seconds to keep his job. Christ. Ah ja. Was? Der Bericht zeigt ersten sexuellen mit Bildern von Reptilien. Was? Klassifiziert. Was? Sexuelle Kindheitserinnerungen mit Bildern von Reptilien? Das steht hier. Und hier redest du über. Was? Was zur Hölle? Wie ein kleines Kind ein Alligator poppt. Alter, nee. Ich setz mich jetzt einfach hier hin. Ich drücke linke Maustaste, um den morphogenischen Antrieb zu benutzen. Functional imaging interfaces and talking to the ASL. So, ja, ich mach ja. Ja, klar. So. Mal hacken. Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it. Gut. Mr. Park? Ja, 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 ja. Jetzt lass mich machen. So, das läuft durch. Da unten läuft irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Wir haben übrigens noch keine Kamera. Ja, ja, ich bin sehr glücklich, Menschen umzubringen. Da bin ich sehr glücklich. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murdoch Corporation. Completing Morphogenic. Fuck me, they're bringing him in. Billy! Das ist Billy! Oh, der Arme. Was macht ihr mit ihm? Was? Nein! Oh Gott, Billy. Oh Gott. Ich würde es gern, aber ich darf nicht. Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Ja. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Genau, Herr, ich leck mal eben schnell fremde Gesichter ab. Quickly, Mr. Park. And we need to roll up. The fusion monitoring is not active when we put him in the engine. Five seconds. Ich bin dermaßen verschluckt. Three. Oh, der Arme. Eddie Gluskin. You're finished, Mr. Wayland Park. Leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Neues Ziel. Geh zurück in dein Büro. You need to exit the room, sir. Ja, die Klappe. So, ich habe keinen Bock zu laufen. Rennen ist immer schön. Ich hab doch die Tür vorhin aufgemacht, hä? Was macht ihr die zu, ey? Porenmänner. Warum ist die Tür offen? Oh, das hört keiner. Steht da irgendjemand? Somebody's been telling stories in Down! How do I can see him? Aua. Mr. Wayland Park. Consultant contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web
Hör doch bitte gerne mit der Waffe auf mich. Hey, mein Laptop. Onion router and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Nein. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Nein. Did you hear that, Agent? Was? He said yes, Mr. Blair. Nein. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Nein. I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. So macht ihr kleinen Wichser das also. Nein. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Whistleblower. Alter. Oh nein. Irgendwas saugt sich in uns. Was? Buddy! Licht! Ich seh nichts! Du gelingt Bauskasten, um den Camcorder aufzunehmen, das kennen wir ja schon. Alter! Der ist sehr satisfied. Oh Gott, Alter. Und null Batterien. Lass mich. I'll open you up. Open you up and show you. Mach, lass mich hier raus. Sie sieht nicht sehr erfreut aus. Machen wir hier zu. Der kann die Türen lassen. Der kann die Türen mindestens leise zu machen, nicht so wie meins Abschurerin. Ist da irgendwas? Nichts. Auch nichts. Okay. Raus hier. Kann ich die zumachen? Nein. Schnell raus. Hilfe. Wo? Nein, hier geht's nicht lang. Tür zu. Der. Nee, ne? Komm nicht. Aber ich muss da vorbei. Oh Gott. Oh, runter. Ich muss hier vorbei, es tut mir leid. Das sieht sehr vielversprechend aus. Kann ich auch nicht rein? Kann ich auch nicht. Ein Zombie. Wo kann ich lang? Hier. Warum ist hier schon alles so versifft? Meine Kamera. Komm ich jetzt hier lang? Ah, hier muss ich lang. Okay. Warum ist das schon alles so kaputt? Was? Steig. Soll ich hier? Ah, ist ja hier lang. Our peeping Tom. Come to join our therapy session. Here. Nein. Take the blade. Get around with our friend here. Get a little red on your hands. Nein. It's always healthy to express nein, yourself. Nein, ich will nicht. You'll keep it bottled up too long and you might do something you regret. Der fühlt sich sehr wohl.
Too good for the likes of us. Ich will dich. Ich will dich, ich will dich, ich will dich. Ich will nicht. Lass mich hier durch. Lass mich durch. Ja, dann lass mich durch. Lass mich durch. Danke. Danke fürs Durchhalten. Jetzt einfach Facke. So, tschüss. Mach zu. Alter. Ja! Nein! Du Drecksidiot! Ich wollte die Tür zumachen. Was? So, das kennen wir ja. Hopp hier. Okay. Du Idiot, Alter. Ich will die Tür zumachen und er macht einfach gar nichts. Oh, ich spüre schon wieder dieses Adrenalin, was ich beim letzten Jahr auch hatte. Boah, schlimm. Get here in time. We need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal. Dann hat sie Funkgerät im Gefängnis. Ja, hat alles unter Kontrolle, ist klar. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every equally shaky thing you did on the Murkoff Company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. This just has to stop. You're scared. You're not thinking straight. Let me make something clear. You try to radio outside for help. I'm gonna give you a whole new subgroup to be scared of. Are you threatening me? Yes. Alter. Okay, wir haben offenbar vorhin zwei Notizen geschrieben. Sollte ich sterben? Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen. Oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik erfüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe herholen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte. Die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby. Es tut mir so leid. Ich habe es verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich habe sowas von verkackt. Ein Funkgerät im Gefängnis. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es sanft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität. Um deines Willens, Lisa, und für die Jungs. Aber ich hätte Murkoff bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem nun einzuschreien sollen. Ich kann nicht sterben, nicht bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt. Es ist zu kaputt, zu gefährlich. Ja, ja. Gut, meine Lesekompetenz ist dann auch wieder 1A. Gut. Das heißt, wir klettern jetzt ganz einfach und behutsam durch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich will nicht zu dem hingehen, nachdem ich weiß, was beim letzten Mal passiert ist. Ist hier noch eine Batterie? Nee, ist nicht. Und die Musik fängt schon wieder an. Ich will nicht. Hier waren die gerade. Boah, alles verwüstet. Geht's hier rein? Nein.
Ach, da waren wir vorhin. Okay, okay, okay. Schnell weg. So, und das war's leider schon wieder von dieser Outlast-Folge. Ich weiß, es ist ein bisschen kurz, aber ich muss es leider so kurz halten, weil das werde ich in einem späteren Video erklären. Ich habe sehr, sehr schlechtes WLAN und kann deswegen das nicht hochladen. Mit so viel... Ihr wisst schon Zeit. ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ob das jetzt gerade wirklich der War Rider war, das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren, die am Samstag kommen wird. Das verspreche ich euch. Oder vielleicht kommt auch ein anderes und dann kommt es am nächsten Samstag. Naja, bis dahin. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und noch einen wunderschönen Tag.